Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs und heute möchte ich euch eine kleine Fahrradtasche vorstellen, die so ein bisschen in Richtung von Navigationstasche vorne am Lenkrad geht. Und wenn dich sowas interessiert für deine nächsten Fahrradtour, dann bleib da einfach dran. Ja moin, schön, dass du dran geblieben bist. Um dieses Ding soll es gehen, ja? So eine kleine Fahrradtasche für vorne, für den Lenker, für vorne die Querstange, wie auch immer, wo du so am liebsten befestigen möchtest. Das ist jetzt von Rock Bros. Das ist aber ein typisches China-Produkt, was ihr von Dutzenden Herstellern in exakt der gleichen Ausführung findet. Na, könnt ihr einfach mal rumgucken. Ihr findet natürlich unten in der Videobeschreibung von mir wieder einen Link für euch. Aber da gibt es verschiedene, auch verschiedene Farben. Manchmal wird auch die Form ein bisschen abgeändert. Aber im Großen und Ganzen bleibt das immer gleich. In den harten Fakten bewegen wir uns hier bei dem Ding bei knapp 13 Euro. Das Ganze wiegt unter 200 Gramm, ist komplett aus Kunststoff gefertigt. Wir haben überall Spritzwasserschutz etc. Dazu kommen wir aber gleich in der Nahaufnahme. Wie befestigen wir das, beziehungsweise wofür benutzen wir das? Wir machen das vorne zum Beispiel an unseren Lenker dran. Ich blende euch natürlich Bilder ein, damit ihr was sehen könnt. Ja? So, damit ihr drauf gucken könnt beim Fahrradfahren. Dafür habt ihr hinten drei Klettschlaufen. Eine kurze, eine lange und noch eine kurze, die ihr je nach Fahrradausführung. Ich kann euch nicht sagen, welches Fahrrad ihr habt, wie ihr das befestigen müsst. Aber mit diesen drei Schlaufen kriegt man es eigentlich an jedes Fahrrad schon irgendwie dran. Hauptfunktion ist also, dass wir ein Handy haben, das wir da vorne so reinlegen, damit wir ein Navigationsgerät haben beim Fahrradfahren etc. Ne? Praktisch ist natürlich dann noch, wenn man das bedienen kann, und das kann man hier. Wir haben erstmal das Ding und machen das auf. Dann geht hier die Klappe auf. Sehen wir da drunter ein großes Fach, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber erstmal haben wir hier Klettverschlüsse. Zwei ordentliche Klettverschlüsse, die auch nochmal selber extra gepolstert sind. Und dann legst du das Handy so rein. Ja? So rein, wie es für dich am besten funktioniert. Und dann hast du hier ein Handy. Und du kannst sogar sehen, warte mal, tipp, 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 tipp. Ah, das konnte man, glaube ich, in der Kamera nicht so richtig sehen. Ich komme mal näher ran. Dass man die Tasten dadurch bedienen kann. Super, das ist schon mal klasse. Das heißt, das Handy ist wasserdicht geschützt, zumindest von oben. Auch Spritzwasser und staubgeschützt etc. Und wir können vernünftig darauf gucken. Wir haben sogar hier eine kleine Blende oben, mit der einmal die Sonne sozusagen abgehalten wird. Inwieweit das sinnig ist, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, denn ich habe das in so einem Winkel zu mir angebaut auf dem Fahrrad, dass sowieso keine Sonne da direkt drauf scheint. Aber vielleicht bei anderen macht's was. Wir haben hier eine kleine Durchführung. Das heißt, hier kann man zum Beispiel ein Kabel durchführen. Ja, wenn man zum Beispiel außen irgendwas befestigt hat, wo man mit dem Handy ran möchte. Oder man hat hier in der großen Tasche, in der Haupttasche sozusagen, einen kleinen Akku drin. Sonst irgendwas in der Richtung. Da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten, was ihr da unterbringen könnt. Die Tasche hier drin ist natürlich... ja, was ist das für eine Größe? Eine 0,5 Bierdose ungefähr, plus noch ein paar Taschentücher, würde ich sagen, passen da rein. Aber natürlich allerlei Krimskrams, den ihr unterwegs gebrauchen könnt. Ne? Ihr könnt da auch ein Reparaturset reintun, eure Schlüssel und so weiter und so fort. Könnt dann die Tasche einfach abnehmen, wenn ihr gerade weggeht und habt dann alle eure Sachen, zack, dabei. Könnt sogar, wenn ihr es wollt, einfach alles zumachen mit dem Reißverschluss. Und könnt da mit dem Klettverschluss dann, das an euren Gürtel befestigen. Sieht jetzt nicht besonders toll aus, ist aber praktisch. Und ihr habt alles bei euch. Es ist geschützt, es ist stoßgeschützt, weil überall rum sind so kleine Dämpfungspolster eingearbeitet. Und das ist insgesamt schon sehr praktisch. Ansonsten muss ich sagen, es ist nicht komplett wasserdicht. Ja? Schmeißt das Ding nicht in einen See rein und sagt dann, ey Alvo, du hast aber gesagt, das ist wasserdicht. Nein, wasserdicht ist es nicht. Es ist nur sehr stark Spritzwasser und staubgeschützt. Das bedeutet, in einem monsunartigen Wasserfall würde ich damit auch nicht radeln. Aber dann würde ich sowieso nicht radeln. Also wenn das Ding an seine Grenzen kommt mit der Wasserdichtigkeit, ab dem Punkt würde ich sowieso nicht mehr radeln wollen, weil ich glaube, dann macht es spätestens gar keinen Spaß mehr. Das müsst ihr aber natürlich für euch selbst wissen. Ich wollte es nur einmal gesagt haben. Nette kleine Sache, nicht zu teuer.
macht alles ein bisschen praktischer, ne? So ein kleines Navigationsgerät einfach an seinem Fahrrad zu haben, wenn man sich vielleicht bestimmte Touren vorgenommen hat, so wie ich auch, sobald es mir gesundheitlich ein bisschen besser geht, durchs alte Land bei mir zu radeln, da gibt es einige geile Touren. Da wird hoffentlich im Sommer was kommen, lasst euch überraschen und ich hoffe, das kleine Video hat dir gefallen. Ansonsten sage ich tschüss, tschüss und bis zu den nächsten Videos.